meine Lieben, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder einen kleinen Vlog für euch. Und zwar nehme ich euch heute wieder liebend gerne mit. Heute ist wieder ein recht entspannter Tag, so wie immer eigentlich, wenn ich einen Vlog mache. Jedenfalls wollte ich euch jetzt zum Einkaufen mitnehmen und wollte euch so zeigen, wie so ein Einkauf aussehen kann. Vielleicht habe ich den einen oder anderen hilfreichen Tipp für euch, den ihr noch nicht kanntet. Und danach geht es dann ab nach München, denn ich habe heute ein Radio-Interview mit Radio Arabella, also Radio Radio. Und danach habe ich dann ein Live-Chat mit meinen Sweating Beauties. Also die Sweating Beauties, das sind die Mädels, die mein Programm machen. Da haben wir heute einen Facebook-Live-Chat, da zeige ich euch auch so ein paar Ausschnitte draus. Und dann wird natürlich heute noch trainiert. Aber ich habe einen neuen Trainingsplan. Der sieht jetzt komplett anders aus, denn ich habe einige Pläne und da wollte ich einfach euch mal zeigen, wie mein aktuelles Training aussieht und das auch noch in dem Fitnessstudio, wo alles begonnen hat. Also wahrscheinlich werde ich richtig sentimental, denn an so alten Orten hängt so viel Erinnerung und in dem Fitnessstudio habe ich eben zum ersten Mal mit dem Training begonnen. Ja, ich freue mich einfach drauf und jetzt gehen wir erstmal einkaufen. So meine ich. Es ist natürlich nicht einfach, denn wenn meistens bemerkt, wenn man reinkommt, ist natürlich die Gemüse- und die Obstabteilung am allerersten da. Dann schauen wir nach rechts. Oh Gott. Bäckerei. Dann schauen wir nach links. Okay. Ostern. Macht einfach die Augen zu und geht weiter. Einfach Augen zu machen und vorbeigehen. Und dann befindet man sich auch schon in der schönen Abteilung. Ich gebe natürlich ganz vorbildlich, sammle ich alle meine Pfandflaschen, ja, und gebe sie fleißig ab. Tipp Nummer 1, Pfandflaschen sammeln. Auch wenn ihr sie wirklich, ich habe so einfach so einen Karton zu Hause, wie so ein, ihr könnt auch einen Wäschekorb nehmen oder so, da packt ihr wirklich alle eure Pfandflaschen rein. Und ich habe jetzt hier 4,35 Euro, ja. Von 4,35 Euro kann man sich großartige Sachen kaufen. Eine ganze Packung Eier, viel Gemüse und Obst. Und deswegen immer schön Sparfuchs sein und die Sachen brav abgeben. Und dann, weil ich natürlich auch nicht so krass auf diese Plastiktaschen stehe, weil die Plastiktaschen, die halten dann doch nicht so lange und sind ja nicht so hübsch. Deswegen habe ich hier meine Taschen, meine Mehrwegtaschen mitgenommen. Da habe ich auch immer gleich zwei Stück dabei, die sehen hübscher aus und man verbraucht kein Plastik. Obst- und Gemüseabteilung, und das ist sozusagen unsere Spielwiese, da könnt ihr euch voll und ganz austoben. Trotzdem saisonal und eventuell regional einkaufen, denn jetzt, wenn es halt noch, ja, auch jetzt so gerade der Winter vorbei ist, sage ich jetzt mal, da muss man einfach keine Erdbeeren kaufen. Ich setze mich einfach. So. Ich setze mich jetzt einfach mal in den Kinderwagen. Nicht in den Kinderwagen, in den Kindersitz. Ich hoffe, das geht. Upsi. Dann sieht man, hier haben wir unser Gemüse. Da könnt ihr wirklich frei wählen, was ihr wollt. Und wir haben natürlich in der Gemüse- und Obstabteilung haben wir so eigentlich die Mikronährstoffe, das heißt Vitamine und Mineralstoffe, aber auch gute Makronährstoffe. Zum Beispiel hier Kartoffeln. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Da bei Kartoffeln würde ich darauf schauen, dass ihr festkochende nehmt, wenn ihr zum Beispiel Ofengemüse macht oder so. Wenn ihr Kartoffelpüree machen wollt, dann sind die mehlig kochenden sehr zu empfehlen. Schule hatte ich sogar 4 Jahre lang Hauswirtschaft und da habe ich so den einen oder anderen Tipp gelernt, auch wenn man eine richtig krasse Lasagne macht. Und ja, aber trotzdem sehr hilfreich gewesen. Ich werde jetzt meine Sachen mal mitnehmen und dann fahren wir weiter. Dann kommen wir auch zum Kühlregal, und zwar haben wir hier einmal die Milchprodukte. Also wenn ich mir was kaufe, ist natürlich Magerquark und Fettarmkönig, Frischkäse. Das sind so meine Top-Favorites aus dem Kühlregal. Ich stehe auf Harzer Käse, das heißt auf den Stinkefußkäse, weil der nochmal viel Eiweiß und wenig Fett hat. Auch die Sojajoghurt kann ich empfehlen. Die sind auch sehr lecker und auch mal eine gute Alternative. Und dann sind wir hier auch bei einer meiner Lieblingsvarianten, und zwar bei Nüssen. Ich stehe ja so auf Nüsse. Aber da sieht man gleich, ja, so eine Packung Walnüsse kostet halt hier einfach mal 4,40 Euro. Und da habe ich einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn ihr Nüsse kaufen wollt, dann geht einfach in die Backabteilung. Da gibt es sie nämlich wesentlich günstiger. Und natürlich hier bei Reis. Es ist jetzt so, wir waren ja vorhin eben auch in der Gemüseabteilung, haben wir gesehen, es gab Kartoffeln, es gibt auch Süßkartoffeln, das sind auch super Kohlenhydratquellen, und jetzt bin ich gerade hier beim Reis angekommen.
gibt es natürlich auch sehr viel Auswahl. Mein Lieblingsreis derzeit ist der hier, der Bio-Thai-Jasmin-Reis. Den mag ich so, so gerne. Den gibt es auch mit Wildreis gemischt. Ich esse Reis wirklich wahnsinnig gerne, vor allem wenn der so klebrig wird. Ich liebe Klebereis. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr schaut ein bisschen auf eure Kalorien und habt beispielsweise zum Mittagessen jetzt 100 Gramm Reis zur Verfügung und dann ist es halt so ein mittelgroßer Haufen, sage ich jetzt mal. Aber wenn ihr auch so wie ich so eher auf so Schweinehäufen steht, dass es wirklich richtig viel auf dem Teller ist, dann rate ich euch einfach, dass ihr zur kalorienundichteren Variante greift. Das heißt, das ist so gestaffelt, 100 Gramm Reis haben immer so circa 360 Kalorien und 100 Gramm Kartoffeln haben zum Beispiel 70 Kalorien. Jetzt könnt ihr da halt viel, viel mehr Kartoffeln essen, habt einen viel, viel größeren Haufen, also eine viel größere Portion und habt auch mehr Volumen dadurch, wodurch ihr auch besser satt werdet. Wenn ihr jetzt so denkt, ich muss ja alles nachlesen, am Anfang, wenn man das noch nicht gewohnt ist, mag das vielleicht ein bisschen länger dauern, aber nur beim allerersten Einkauf. Das war bei mir genauso. Beim allerersten Einkauf habe ich mal die Sachen gelesen, die ich so einkaufen wollte. Und wenn man das halt weiß, dann greift man immer wieder zur selben Sache. Denn man weiß es ja bereits schon und man muss es nicht jedes Mal machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eben manchmal wenig Zeit zu kochen und braucht so ein Instant-Essen, dann sind hier zum Beispiel gute Sachen. Statt frischem guten Fleisch nehmt ihr einfach guten Schinken. Aber wenn ihr sagt, ihr habt jetzt wirklich gar keine Zeit zu kochen und es muss jetzt echt schnell gehen, dann sind so meine Tipps zum Beispiel statt ungekochten Reis, Reiswaffeln. Statt rohem guten Fleisch, das man zubereiten muss, guten Schinken. Dann Körning-Frischkäse kann man auch einfach so instant in der Packung mitnehmen. Ich habe auch zum Beispiel mal im Hotel gekocht sozusagen, weil im Hotel hatte ich keine Küche, aber ich hatte einen längeren Aufenthalt und nicht gewusst, was ich machen sollte. Und da bin ich dann einfach in den Supermarkt gegangen, habe mir Kidneybohnen besorgt und Kichererbsen. Dann habe ich mir Thunfisch besorgt und das Ganze muss mir eigentlich nur abwaschen, abtropfen lassen. Das habe ich dann im Hotelbad gemacht. Das war eine Mordsauerei. Aber ich hatte dann ein tolles Essen. Als Gemüse habe ich mir dann auch, ich habe mir einfach aus dem Glas Erbsen und diverse anderes Gemüse geholt, was schon gekocht war. Natürlich kann man da nochmal frisches Gemüse mit dazu holen. Man kann auch beim Hotel meistens fragen, ob die was einem zubereiten. Das ist wirklich überhaupt kein Stress. Aber wenn ihr mal eben in so einer Situation seid und nicht wisst, was man jetzt machen soll, es gibt immer eben diese Instant Nicht-Zubereithilfen. Dann sind wir natürlich hier bei der Süßigkeitenabteilung, aber bei der schlimmen Abteilung, die euch einfach nur quält. Geht einfach durch, schaut nicht hin, dass ihr euch sagt, ihr wollt es, das Ganze nicht dürft, nicht mit der Einstellung rangehen und sagen, oh, ich darf das nicht und das nicht, sondern ich will das nicht. Denn wir haben ein Ziel vor Augen und das erreichen wir. Und jetzt bezahle ich jetzt meine Sachen und dann sehen wir uns zu Hause gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause angekommen und habe jetzt meine Einkäufe ausgeräumt. Wie ihr seht, ich habe hier meine neue Liebe, meine neue Kamera hier am Start. Und das habe ich hier alles auf ein Stativ draufgepackt. Und dann kann ich das ganz einfach, zack, einfach irgendwo hinstellen. Und ich wollte mir jetzt keinen extra Selfie-Stick dazu besorgen, denn man braucht ja dann doch einen sehr langen Arm, um im Bild ganz drauf zu sein. Deswegen kann ich es einfach so rumknicken und ich hoffe, dass jetzt in Zukunft einfach keine verschwommenen Bilder mehr kommen. Und ja, jetzt machen wir uns ready und düsen ab nach München. Radiointerview! Ich fühle mich so geehrt. Natürlich finde ich schön, wenn ich von Leuten begrüßt werde, aber von dem Computer ist natürlich noch mal viel schöner. Keine Zeit für Sport, das ist ab jetzt kein Argument mehr. Ich habe nämlich die Sophia Thiel bei mir. Die wird uns jetzt Übungen zeigen, wie man auch einfach mal ganz schnell in den Alltag integrieren kann.
hier übrigens Philipp von Radio Arabella. Richtig. Und der trainiert auch, kann man hier sehen, Bizeps. Ich muss das Booty-Vergleich-Foto. Oh, den Booty-Vergleich müssen wir noch nehmen. So, der hat gewonnen. Da geht's noch. Scharfstellen jetzt. Ja, jawohl. Dann vielen Dank für das tolle Interview. Sehr, sehr gerne. Und was war mit der Lady, mit der ich gerade trainiert habe, dieses Interview? Wir haben uns alle sehr, sehr, sehr gefreut, dass diese Sophia bei uns da war. Schorsch, ganz herzlichen Dank Ihnen für die Blitzermeldung. Ich geht's gleich weiter. Merci. Schaut aus. Sperrt ihn weg. Hat er das gehört? Was denn? Hat er das gehört, dass ich Schorsch gesagt habe? Nicht jeder? Komm mal. Schorsch blippert Blitzermeldung. So, ich sitze hier mit dem kuscheligen Sessel. Und der Livestream ist jetzt beendet. Wir haben ein bisschen mehr als wie eine Stunde miteinander gequatscht. Es kamen ganz, ganz tolle Fragen hier auf diesem Laptop. Kamen sie hier alle reingeschossen. Hier sieht man mich auch nochmal quatschen. Hier sieht man mich einmal. Hallo. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Jetzt sage ich nochmal vielen lieben Dank an alle von euch draußen. Es wäre so cool, wenn ich euch alle sehen könnte. Danke für eure lieben Kommentare. Es freut mich, dass ihr so viel Spaß an dem Programm habt. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Treffen und auf weitere tolle Fragen. Und somit wünsche ich jetzt euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein im Training, bleibt gesund, ernährt euch gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Warte, mir rutscht ja meine Stimme so aus. Ciao! Seht ihr mal hier den Vlog so, wie er steht? So, Aaron. Der Livestream ist jetzt beendet. Wir haben ein bisschen... So, meine Lieben, wir sind jetzt hier bei meinem alten Fitnessstudio angekommen. Und das will ich doch glatt sagen. Jetzt geht's ab ins Training. Und hört ihr diese entspannte Musik? Die ist immer so. Die läuft jeden Tag. Jedes Mal. Wenn ich die wieder höre, dann kommen Erinnerungen hoch. Es wird sofort entspannt. Und hier habe ich das Bikini-Posi-Training geübt. Einmal hier hingestellt. Und so, mit hohen Schuhen bin ich hier überall rumgestaxelt. Und das ist so meine erste Posing-Übungs-Area. Und jetzt mache ich erstmal trainingsfertig. Bis gleich. Ich bin hier schon mal auf dem Fahrrad und wärme mich schon mal 10 Minuten auf. Also einfach ganz locker aufwärmen. Und währenddessen erkläre ich euch so, was meine Pläne sind. Und zwar habe ich jetzt so die letzte Zeit gemerkt, dass ich eigentlich mit meiner Oberkörpermuskulatur schon recht zufrieden bin. Und dass die eigentlich so bleiben dürfte. Und nur Beine und Po dürfen noch sehr viel draufpacken. So, das heißt, ich möchte Muskeln an den Beinen aufbauen. Bauch darf auch ausgeprägt werden, aber besonders Arme, Schulter und Rückenbereich sollte sozusagen stagnieren. Also das, was ich jetzt habe, das soll so bleiben. Aber ich habe jetzt ja immer so trainiert, dass es immer weiter und immer weiter geht. Das heißt, ich mache 5 Sätze mit je 5 Wiederholungen pro Übung. Also ich trainiere sozusagen Oberkörper komplett und den Unterkörper separat. Das ist sozusagen ein Zweier-Split, aber dafür trainiere ich dann Oberkörper 3-mal die Woche und Beine 2-mal die Woche, also habe ich 5 Trainingstage. Dann nehme ich das Gewicht, mit dem ich nur 5 bis maximal 7 Wiederholungen schaffe, also richtig schwer, und mache davon 5 Sätze und dann kommt das Krasseste, und zwar ohne Pause. Also ich mache nur 15 bis maximal 30 Sekunden Pause. Das heißt, ich kann einmal verschnaufen und einmal kurz was trinken. Auch zwischen den Übungen sprinte ich dann hin und her, damit ich wirklich meinen Muskeln keine Ruhe zur Regeneration gönne. Und so werden sozusagen meine Muskelfasern beansprucht. Die Masse bleibt, denn man kann nicht sagen, wenn man jetzt einfach keine Muskulatur mehr an dem bestimmten Bereich mehr aufbauen möchte, dass man einfach das Training komplett auslässt. Und es geht echt eigentlich super schnell, obwohl ich den kompletten Oberkörper trainiere. Also, ich wärme mich noch weiter auf und dann würde ich sagen, geht's los! So, und ich beginne hier gleich mit einer großen Muskelpartie, und zwar der Brustmuskulatur. Ich mache hier Schrägbankdrücken an der Multipresse. Ich muss mich wirklich immer beeilen, damit ich gerade so 15 Sekunden Pause machen kann. Und die Gewichte auch so variieren, dass es wirklich immer 5 Wiederholungen bleiben. Sobald ich 6 oder 7 Wiederholungen mache, muss ich schwerer gehen. Und deswegen war es schon eine große Herausforderung für mich. Auch hier beim Kurzhantelrudern vorgebeugt, muss ich natürlich überall sofort zu schweren Gewichten greifen, damit ich aus meinen gewohnten 8 bis 12 Wiederholungen nur 5 draus mache. Und wie ihr hier auch sehen könnt, trage ich einen Taillengürtel. Den trage ich jetzt auch, wenn ich eben so schwere Gewichte nun bewegen muss, und das Ganze mit einer sauberen Form, damit einfach der Rücken geschützt ist und ich einfach mehr Stabilität habe.
Natürlich ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass wenn man eben so schwere Gewichte nur in so einem wenigen Wiederholungsbereich bewegen möchte, dass man auch mit Schwung arbeitet. Aber trotzdem habe ich den Muskel gut gespürt. Es war mal ein ganz anderer Reiz und ich musste mich immer ein bisschen dazu zwingen, dass ich von der Form her sauber bleibe. Dann gehen wir über hier zu Butterfly Reverse. Das habe ich noch nie wirklich mit schwerem Gewicht gemacht, sondern eher mit leichterem. Aber trotzdem fand ich es sehr effektiv. Ich musste zwar mein Gewicht ein paar Mal variieren, da dieser Mini-Muskel nicht so stark ist, aber es hat auch geklappt. Am wenigsten Probleme hatte ich bei der Trizepsübung, und zwar hier einmal SZ-Trizepsdrücken, das heißt mit der geschwungenen Stange am Kabelturm, denn beim Trizeps habe ich schon immer viel Gewicht nehmen können und bin trotzdem eben sehr stabil geblieben, und wie ihr seht, knete ich den immer gerne manchmal so durch, um eben noch ein besseres Gefühl reinzubekommen. Und Arme sind eben die kleineren Muskeln, deswegen mache ich sie hier zum Schluss. Ganz zum krönenden Abschluss habe ich hier noch Bizeps Curls gemacht, und das war wirklich ganz was Neues, eben mit solchen Gewichten zu arbeiten. So, jetzt sind wir ein bisschen heute zu spät dran gewesen. Jetzt möchte ich das Bauchtraining und das Intervall-Cardio-Training machen wir einfach zu Hause. Deswegen müsst ihr schnell gehen, die machen nämlich zu. So, ich bin jetzt einfach schnell wieder hier nach Hause gefahren, denn ich war heute einfach zu spät dran. Das Fitnessstudio ist um 6 zugemacht und einfach zu spät. Obwohl ich ja eigentlich so schnell trainiert habe, aber egal. Ich habe jetzt noch meinen Bauch Zyklus und das HIIT-Training, und das machen wir jetzt einfach hier bei mir zu Hause in meinem Trainingsraum. Los geht's! In meinem doch etwas frischen Trainingsraum starten wir in meine Bauchroutine, und zwar mache ich hier 3 verschiedene Übungen, jede 15 Wiederholungen, und ich beginne hier mit dieser kerzenartigen Beckenheb-Variante für die Bauchmuskulatur. Dann, alles ohne Pause, gehe ich hier weiter über in das Klappmesser. Das sieht zwar recht einfach aus, aber die merke ich wirklich brutal gut. Und als dritte Übung mache ich hier eine Art Beinheben am Dipständer, und das Ganze mache ich 3 Durchgänge. Zum Schluss mache ich noch mein Cardio-Training, und zwar wärme ich mich hier leicht auf und stelle mein Laufband auf die höchste Stufe, das sind 15%. Und das leichte Gehen ist bei mir Stufe 5 und das Sprinten ist bei mir Stufe 9. Das heißt, das HIIT-Training meint, dass ich eine Minute Vollgas sprinte, danach 2 bis 3 Minuten mich sozusagen wieder erhole und langsam gehe, danach wieder eine Minute sprinte und so weiter. Und diese Sprinteinheiten sind sozusagen unsere Hochintensitätsintervalle, und das mache ich dann circa 3 bis 5 Mal, und da ist man wirklich nach kürzester Zeit total im Eimer. So, ihr Liebe. Ich habe einen Plan, ich habe eine Vision, und ich bin zufrieden mit dem Oberkörpermuskelanteil und Oberkörper, und deswegen wollte ich da sozusagen nicht weiterhin aufbauen, und ich will unbedingt so richtig krasse Beine aufbauen, weil es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, Volumen hinzupacken. Vor allem in der Diät sind die Beine die ersten Kennzeichen, dass sie immer dünner werden und der Po auch einfällt, und da will ich halt eben entgegensteuern. Man will ja immer den Körper genauso formen, wie man ihn haben möchte, und jeder hat so seine Schwachstellen, und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, aber ich dokumentiere das Ganze natürlich genauer für euch. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie ihr das findet oder ob ihr daran interessiert seid, wie man, also wie das Ganze fortgesetzt wird. Also sozusagen mache ich ja dann eigentlich am Oberkörper sozusagen Stagnationstraining, und ich liebe es einfach, neue Sachen auszuprobieren, aber auch wenn es ungewohnt ist, also das Training war jetzt ungewohnt für mich, dass man eben sagt, man muss sehr schweres Gewicht nehmen, man muss es trotzdem konzentriert bewegen, nur 5 Wiederholungen, aber trotzdem seine Grenzen gehen, und aber trotzdem, ich denke, man muss einfach, man ist ein Routinemensch. Und wenn man eben eine neue Routine hat, dann darf man denn nicht so gleich negativ rangehen, weil ich bin so eine Person, alles was neu ist, ist für mich fremd und meistens uncool. Aber dann meistens, wenn es dann zu meiner neuen Routine wird, dann finde ich es auf einmal voll cool und will das gar nicht mehr aufhören. Und ja, da wollte ich euch heute mal so einen kleinen Einblick davon geben. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, mehr von meinem neuen Training, von meiner neuen Ernährung, dann könnt ihr jetzt dem Video einen Daumen nach oben geben. Ich werde jetzt was Ordentliches reinschaufeln, ich habe mega Hunger. Und ja, gerne den Channel abonnieren, damit wir uns auch natürlich bei den nächsten Videos wiedersehen. Und ja, bis dahin, macht's gut!